Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Episode 2 Out of Time. Ja, die letzte Aufnahmesession ist doch schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge alles gemacht haben. Ich glaube, da haben wir ja irgendwie Flaschen gesammelt und Chloe hat dann auf die Flaschen geschossen und dann plötzlich ja, bekamen wir wieder so einen Zusammenbruch. Wow, Sir. Und That looks jetzt exactly like the wird same es dome mal from my tornado Zeit, vision. uns ein bisschen auszuruhen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob wir dem Reh schon nachgelaufen sind, aber ich denke schon. So, ich mache noch mal ein Foto von dem Reh, weil das ist ja auch wichtig, dass ich das habe. So, okay. Das Reh läuft davon. Und wohin es uns genau bringt, ist fraglich. Ich schaue hier mal herum. Vielleicht kann ich da irgendwo rauf. Nö, anscheinend nicht. Gut. Na gut, ich schaue nochmal kurz, was für Fotos wir jetzt eigentlich schon haben. Episode 2. Okay, ja, das mit dem Schulbus haben wir. Das Reh haben wir jetzt geschossen. Ja, ein Foto fehlt uns leider schon. Ein Foto, das haben wir leider nicht bekommen. Das muss ich dann offscreen auf jeden Fall nochmal suchen. Und zwar das mit dem Donut, mit den angebissenen. So, und das sehe ich gerade auch etwas Bekanntes, und zwar die Hand mit dem Revolver. Es könnte also sein, dass damit die Chloe gemeint ist. Ja, genau. Hier muss ich wieder ein Foto machen. Perfekt. So, somit haben wir das nächste Foto. Drei Fotos in dieser. An diesem Ort, zuerst der Schulbus, dann das Reh und jetzt Chloe. Also, das ist ja echt was? Colorized, okay. Ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch so machen sollen. Ich schaue nochmal kurz in die Fotos. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, was wir machen könnten. Nö. Ich glaube nicht. Nein. Irgendein Foto mit einem am Fenster stehenden, mit einer am Fenster stehenden Person. Und dann noch irgendwelche Chemiegläser, aber das wird wahrscheinlich nachher erst kommen. So, deswegen sage ich jetzt mal, sprechen wir mal mit Chloe und ja, schauen mal, wie es weitergeht. Okay, looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now, and I- That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't! You stole that shit! Give it to me right now, asshole! You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Oh, wow, okay. Der Typ ist ja anscheinend doch nicht so nett, wie er sich zuerst ausgegeben hat.
Sollen wir schießen oder nicht schießen? Das ist ja die Frage. Ich meine, wenn wir schießen, dann haben wir die Bullen am Hals und eine Anzeige vielleicht auch noch. Wegen Mordes oder wegen versuchten Mordes. Ja, das ist natürlich sehr, sehr blöd. Und wenn wir nicht schießen, dann... Ja, dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Es könnte sein, dass er uns dann mit dem Messer bedroht und uns dann irgendwie verletzt. Kann aber auch sein, dass er uns dann nichts tut. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich sag mal, don't shoot. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step-shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Ey, 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 ey. Frank took Chloe's gun because of me. Das ist natürlich blöd, ne? Wenn jetzt die Waffe weg ist, ist Chloe natürlich auch wieder eingeschnappt. Ach Gott, ach Gott. Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Ich möchte nur mal wissen, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, wir schießen. Wir spulen nochmal zurück an die Stelle, an der wir uns entscheiden müssen, bezüglich schießen oder nicht schießen. Und mich würde es mal... interessieren, okay. Es geht nicht. Mich würde es mal interessieren, was passiert wäre, wenn wir auf Schießen gegangen wären. So, okay. Jetzt müssen wir nochmal zu Chloe. Are you ready to do this? We should jet before. We have plenty of time to do anything we want, whenever we want. Make me... So, okay. Und jetzt wählen wir mal schießen. That is hilarious. Oh man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Okay. Jesus, I almost shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. Das war, glaube ich, irgendwie besser, als ich mir eigentlich gedacht habe. Denn, ja, ich sag mal so, wir lassen mal die Entscheidung. Denn, nachdem hier eh keine Kugel in der Waffe drin enthalten war, haben wir eigentlich frohen Mutes auf Schießen drücken können. Und damit haben wir auch die Waffe, die ja Chloe nicht verlieren wollte. Also von da an haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Gut, jetzt müssen wir erstmal Chloe finden. Wo ist denn die lang? Wo ist die lang gegangen? Ist die da lang? Ich hoffe mal, die ist da lang gegangen. Wir schauen mal. Ah, hier.
Chloe's waiting to go for a walk. We both need... I still can't believe you pulled a gun on Frank. That was epic. It felt awful. I'm glad there was no bullets in there. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power! You're gross. Don't fall. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Frank? Seriously, Chloe. This is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer, where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Is this your bad boy phase? No, it's my trying to scrounge some quick cash so Rachel and I could get the hell out of here phase. Frank had quick cash, that's all. That's it? No, I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Okay, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Uiuiuiui. Okay, wir müssen hier irgendwie schauen, dass wir da irgendwas finden, womit wir vielleicht den Kasten aufkriegen, diesen komischen, diesen Schaltkasten oder was auch immer das ist. So, hier haben wir ein schönes, das Brecheisen. Shit, I can't budget at all.
So. Nehmen wir das mal auf. So. Dann. Perfekt. Now I can pull a total MacGyver. Oh, okay. Das war zu langsam. Okay. Ich würde mal sagen, wir durchschneiden mal den roten. Now that's the right cable. Jawoll! Wir haben gleich das Richtige getroffen. Wahnsinn. Okay. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn. That was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Wow. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Wir haben zum Glück gleich das richtige Kabel durchgeschnitten. Das war einfach nur mit so Zufall gewählt. Rot wie die Rose. Also von da an. Thanks for the ride, Chloe. Ja. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Und rot wie die Liebe. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Explain what? Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? It means shit happens, right? No, crazy shit happens. Because it can. And will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow? Hello, Armageddon! So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Ja, da sieht man wieder mal, Chloe und Max sind wirklich beste Freunde, immer noch. Und jeder steht dem anderen zur Seite. Das finde ich cool, so eine Freundschaft ist Bombe. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. So, jetzt schauen wir mal da wieder in der Klasse herum oder im schönen. These elite assholes throw a lot of big parties. Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. Im schönen Schulgang. Ah, interessant. Sir. Ah, hello, Max. Would you like to tell me what you wouldn't yesterday? Feueralarm? There was just a lot going on, with the fire alarm and everything. Yes, but you were distracted by something else. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. Our head of security is overseeing a new era of campus safety. Um,
I saw Mr. Madsen hassle Kate Marsh yesterday. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max? Probably not the same one you see. You won't tell me the truth about yesterday, but you want to tell me the truth about Mr. Madsen. That sounds more like sour grapes. Excuse me now. Ja, schön. Der ist mir nach wie vor nicht sympathisch, der Typ. Er hat irgendwas gegen uns. Carrying a gun to class is cool, though. Naja, schauen wir uns da mal durch. Vielleicht treffen wir auf irgendeinen neuen. Ah, guck an. Wer ist das denn? Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Okay, das machen wir gleich nochmal. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Sehr schön. Wir sind also auf der Party eingeladen, weil wir wussten, dass die einen Dresscode haben. Ja, natürlich. Dresscode ist immer gut, wenn man weiß, wie man sich anziehen muss bei solchen Sachen. Aber ja. Gut, mit denen können wir nicht reden. Die sind mit ihrem Handy beschäftigt oder mit ihrem Smartphone, wie man heutzutage sagt. Nicht mehr Handy, sondern Smartphone. So. Justin always looks Justin. Down. Justin, oh Justin. Sieht nicht aus wie Justin Bieber, ist auch nicht Justin Bieber, Gott sei Dank. So, weiter geht's. Schauen wir mal über das. Ja. Trevor surveys his domain. Trevor, das erinnert mich an was. Ah, guck an, the Security Guard. Security Man, what's up, guy? Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Yes, it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. But you treat Kate pretty bad. You step between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Ja, es ist ja doch ein bisschen netter geworden, der nette Security Guard, Mr. Madsen. Er ist ja doch ein bisschen netter geworden ist und hat sich entschuldigt für gestern. Ja. Schön. Schöne Entschuldigung zu hören, Mr. Madsen. Schauen Sie mir in die Augen. Schau mir in die Augen, Kleines. Je. Yeah. Naja, gut. Ja, wo geht's jetzt weiter? Hier. So, oh. Warren. What? I'm in a Science-Fiction Lab. Okay, er ist im Science-Fiction-Raum, also quasi im Chemieraum wahrscheinlich. Now, I'm no Schrödinger's Kitty.
Okay, wer auch immer Schrödinger ist, aber er ist nicht Schrödingers Katze anscheinend oder Schrödingers Laufbursche. See you soon. Sehen uns bald. I still have time. I could go see Warren playing mad scientist in the lab. Sehr cool. Wer ist das? Luke is always using the phone as a shield to avoid people. Der gute Luke. Luke, ich bin dein Vater. Nein, müsste eigentlich heißen, Luke, ich bin deine Freundin. Ach nein, was, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, sie hat ja bereits, sie hat ja eigentlich eine Freundin. Moment mal, ist sie lesbisch? Naja, egal. Egal, schauen wir weiter. So. Juliet und Zachary. Nice. Ja, Händchen haltend. Was? Ja, schöne Liebe ist das. Ah, naja, die junge Liebe heutzutage. Was will man machen? Open! Oh, schöne Bilder. Hm, schön. Alter, der dritte, also da ganz unten, der erinnert mich ja irgendwie an John Travolta. Habt ihr das gesehen? Der erinnert vom Aussehen her irgendwie an John Travolta. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gesehen habe, aber das Bild in der Mitte, das ähnelt sehr Albert Einstein. Naja, wie dem auch sei. Ich meine, gut, ja, vielleicht hat sie ja die beiden, sind das ihre beiden Idole. Albert Einstein, dass sie so klug dass sie gerne so klug wäre wie Albert Einstein und dass sie gerne so gut schauspielen würde wie John Travolta. Ich meine, Schauspiel und Fotografie, das ist halt wieder was anderes, aber trotzdem. Kann ja sein. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Cool. So. Oh, Mr. Jefferson. Okay. Was ist mit der schon wieder los? Meine Herren. Ja, das sieht man mal. Er hat sie wahrscheinlich wieder fertig gemacht. Er hat sie drunter gemacht und jetzt steppt sie davon. Traurig, die Traurigkeit ins Gesicht geschrieben. Eieiei, Mädel, was ist passiert? Du tust mir leid. Ah, naja. Ich würde mal sagen, was der uns hier zu erzählen hat, wenn wir überhaupt mit ihm reden können, und das können wir auch. Was der uns zu erzählen hat, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Denn auf die Erklärung bin ich echt mal gespannt. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. I'd say sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory.